Hallo. Hast du dich schon mal gefragt, warum der Hammerhai so einen breiten Kopf hat? Die scheinbar unvorteilhafte Form ist keine Laune der Natur. Um die Sinneswahrnehmung, die sich hinter dieser Erscheinung verbirgt, und um andere faszinierende Beispiele bei Tieren geht es in diesem Video. Du wirst besondere Augen, Grubenorgan, Ultraschall, Sonarsystem und die magnetische und elektromagnetische Orientierung kennenlernen. Beginnen wir mit dem Sehen. Hier gibt es je nach Lebensweise unterschiedliche Anpassungen. Zum Beispiel das Adlerauge. Auch aus sehr großer Entfernung ist es Adlern möglich, bewegte Beute zu erspähen. Das gelingt ihnen mithilfe einer Vertiefung in der Mitte der Netzhaut. Diese Vertiefung ist eine zweite Vergrößerung. Somit kann der Jäger im Sehzentrum alles genauer und größer erkennen. Nur in der Dämmerung bist auch du Adlern überlegen. Um seinerseits nicht von Vögeln ergriffen zu werden, hat das sogenannte Vierauge zwei geteilte Augen. Mit der oberen Hälfte hält er Ausschau nach Feinden in der Luft, die ihn unter der Wasseroberfläche erbeuten könnten. Mit den unteren Hälften kann er unter Wasser sehen und selbst Beutetiere ausmachen, zum Beispiel Insektenlarven. Die Luft- und die Wasserhälfte jedes Auges besitzt zwar je eine eigene Pupille und Netzhaut, aber sie teilen sich die Linsen. Wirklich mehr als zwei Augen haben Insekten. Die Honigbiene ca. 5000, Libellen sogar 25.000. Jede dieser kleinen sechseckigen Facetten ist Teil der Facettenaugen. In ihrer Summe ergeben die Reize der Linsen für das Insekt ein mehr oder weniger pixeliges Bild. Nicht mit den Augen, sondern anhand der Temperatur erspüren Schlangen ihre Beute. Sie können nicht so gut sehen. Ist dir schon einmal das kleine Loch zwischen Nase und Augen aufgefallen? Das ist das Grubenorgan, ein Temperatursinnesorgan. Je wärmer ein Tier im Vergleich zur Umgebung ist, desto sicherer kann es von einer Schlange wahrgenommen werden. Eine Ratte zum Beispiel, deren Körpertemperatur nur 10 Grad Celsius über die der Umgebung liegt, wird noch aus bis zu 70 Metern Entfernung aufgespürt. Ebenfalls in der Dunkelheit zurecht finden sich Fledermäuse. Sie nutzen ein komplexes Ultraschallsystem, das sich in ihren Ohren befindet. Schreie in sehr hohen Frequenzen kommen als Echo zurück und werden im Gehirn zu einer Art Karte verarbeitet. Die Größe des Objekts bestimmt den Ton, die Entfernung die Lautstärke und die Lage die Richtung, aus der das Echo kommt. Wir können diese hohen Frequenzen nicht wahrnehmen. So ähnlich, nur im Wasser funktioniert das Sonarsystem der Delfine. Sie erzeugen 20 bis 500 Klicklaute pro Sekunde, deren Schall ebenfalls von der Umgebung oder anderen Tieren zurückgeworfen wird. Der Unterkiefer nimmt das Echo auf. Ausgewertet wird die Information, wie auch bei der Fledermaus im Ohr. Manche Fische orientieren sich ebenfalls ohne Augen, aber mit Elektromagnetismus im Wasser. Sie nutzen Sinnesorgane in der Nase, mit denen sie feinste elektromagnetische Felder wahrnehmen. So kann nicht nur der Meeresboden abgebildet werden, sondern auch Tiere. Jede Muskelbewegung und jeder Herzschlag führen zu einer kleinen Stromentladung. Feind oder Beute werden so entdeckt. Unser letztes Beispiel spielt sich wieder in der Luft ab. Vögeln wird nachgesagt, mit einem Magnetkompass das Magnetfeld der Erde wahrnehmen zu können. Das heißt, auch bei völliger Dunkelheit finden Zugvögel den richtigen Weg zum Winterquartier. Fassen wir noch einmal zusammen. Viele Tierarten haben Sinnesorgane, die ihnen die Welt in anderer Weise als uns erschließen. Bekannt sind das Adlerauge mit der Vertiefung in der Netzhaut, das Vierauge, mit dem der Vieraugenfisch über und unter Wasser sehen kann, und das Facettenauge der Insekten, das aus teilweise Tausenden von Linsen besteht. Mit dem Grubenorgan können Schlangen Temperaturunterschiede erspüren. Ebenfalls dem Beutefang, aber auch der Orientierung,
dienen das Ultraschallsystem der Fledermäuse sowie das Sonarsystem von Delfinen. Viele Fische nutzen Elektromagnetismus, um sich im trüben Wasser zurechtzufinden. Auch Zugvögel greifen auf einen Magnetkompass zurück. Sie erspüren das Magnetfeld der Erde. Und was ist nun mit unserem Hammerhai? Warum hat er einen so breiten Kopf? Tatsächlich befindet sich im Kopf das elektromagnetische Sinnesorgan. Das kannst du dir wie eine lange, quere Antenne vorstellen, mit dem der Hammerhai das Magnetfeld im Dunkeln wahrnehmen kann. Tschüss und bis zum nächsten Mal.